Hallo und willkommen hier zu einem weiteren Deckprofil und zwar zu Rotaugendrache. Zuerst mal die Fangkarte, hier habe ich zweimal Drachenbindung drinnen, um ein bisschen Schutz zu gewährleisten. Zweimal Rotäugiger Geist, um ein rotäugiges Monster vom Friedhof als Spezialbeschwörung zu beschwören. Dann dreimal Rückkehr der Rotäugigen. Ja, dann falls, also das Rotäugigen-Deck ist natürlich auch gegen. Macht uns nicht heftigen Schaden und will ihn einfach die Lebenspunkte runter brennen lassen, sozusagen, nicht eher mehr durch Angriff und so. Dann habe ich mir gedacht, dreimal magischer Zylinder könnte gar nicht so schlecht sein, um ihn da noch mehr runter zu brutzeln. Dann zu den Zauberkarten: einmal Drachenschrein, zweimal Karten des roten Scheins, um ein bisschen ziehen zu können. Dann dreimal Drachenodem des Infernos. Man lässt einfach den Gegner Schaden in Höhe von einem rotäugigen schwarzen Drachen die ATK einfach verlieren lassen. Also 2400 kann ich ja mal da Schaden machen. Nur kann ich halt nicht angreifen. Oh, das ist doch kackegal. Dann zweimal rotäugiger Einblick, um eine rotäugige Karte zu holen. Wie zum Beispiel Drachen oder nein, kann das überhaupt da? Okay, nein, man kann nicht die da suchen, aber man kann eine andere suchen, wie zum Beispiel rotäugige Fusion. Die Fusion ist sehr gut, man beschwört einfach so, benutzt Monster vom Deck oder Spielseite als Fusionsmaterial und beschwört dann ein paar Fusionsmonster, die was wieder Burn-Schaden machen. Dann zu den Monstern einmal Carbonedon, um eine rotäugige Drache zu beschwören. Dann zweimal Hüter des Schreins, der kommt einfach immer wieder zurück vom Friedhof, um wieder als Tributopfer Futter zu dienen. Dann einmal rotäugiger Lindwurm, zweimal rotäugiger Retrodrache, zweimal rotäugiger Erzunterwäldler der Blitz, dreimal schwarzer Metalldrache. Das verstärkt die rotäugigen Monster ein bisschen. Dann zweimal rotäugiger schwarzer Leuchtfeuerdrache. Genau, der ist auch Zwilling und der da vorne ist auch Zwilling. Den musste man halt nochmal beschwören. Dafür können sie wieder ein bisschen burnen. Dann einmal Meteordrache, rotäugiger Einschlag. Es ist auch ein Zwillingsmonster. Dafür können alle anderen rotäugigen Monster, die was man kontrolliert, weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Sehr gut, hätte ich ihn zweimal, dann würde ich ihn auch zweimal reingeben. Aber naja, dann einmal rotäugiger Finsternis, finsterer Metalldrache, der beschwört einfach wieder was vom Friedhof, immer wieder. Dann zweimal der schwarze Stein der Legende, ist wie beim Weißäugigen, nur halt der schwarze. Ah, der Blauäugige, nicht weiß, was rede ich da. Okay, und kann da auch einfach ein paar suchen und abwerfen und so weiter. Und natürlich, das darf nicht fehlen, dreimal der rotäugige schwarze Drache. Nun kommen wir. Man könnte natürlich auch rotäugiges Küken reingeben. Rotäugiges schwarzes Küken. Finde ich aber hier nicht notwendig. Und nun kommen wir hier zum Extra-Deck. Ich habe nur 5 Karten drinnen. Der Rest könnt ihr aussuchen, was ihr wollt, was ihr da reingeben wollt. Ich habe jetzt nur die rotäugigen drinnen. Da zweimal der rotäugige schwarze Totenkopfdrache. Der burnt auch ein bisschen. Ist, hat da 3200 Angriff. Und man kann natürlich auch mit rotäugiger Fusion beschwören. Oder man beschwört hier den meteorschwarzen Kometdrachen mit 3500 Angriff. Was aber in diesem Deck natürlich sehr, sehr gut ist, ist diese hier. Zweimal habe ich hier drinnen rotäugiger Leuchtfeuer-Metalldrache. Der Gegner muss 500 Lebenspunkte, bekommt er immer als Schaden, wenn er einen Karteneffekt aktiviert. Und das ist so schnell und außerdem kann dieses Monster dann nicht durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden. Also er kann nur durch einen Kampf oder Wegtributen oder sowas. Ja, das war's vom rotäugigen Drachendeck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Tipps und Tricks bitte in den Kommentaren. Und ja, hier sind dann noch ein paar Videovorschläge für zu anderen Deckprofile. Schaut euch an, schreibt dort auch wieder Tipps und Tricks in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal.